Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Steel Rising. Wir befinden uns hier im Gespräch mit Jean-Paul Marat. Marat? Oh, T ist glaube ich stumm. Er hat sich hier unten verschanzt und er hat uns erzählt, dass der Monsieur Lafayette irgendwie Dreck am Stecken hat. Wir werden erstmal weiterhin mit ihm quatschen. Die Kinder des Königs. Monsieur Marat, did you take part in an operation that aimed to kidnap the Dauphin and his sister Charlotte? Me take part in an operation? Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Leclos would have been the one behind it. Alas, I fear that he is no longer of this world. There is little doubt that he and his men fell in the galleries. Monsieur de la Laclos befragen. Dites-moi, Monsieur Marat. What exactly are you doing hiding in a quarry? I've made a lot of enemies. In my publications, I have always denounced the corrupt and those who corrupt them. These vampires who cheat the weak and bleed the nation dry. Chief among them, that crook, Lafayette. That Trensabre, a career soldier who thinks he's Caesar. Not content to maintain an army of rats, this Blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him, as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for, there's no doubt about that. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city. Under the command of Monsieur Leclos. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find me. My hours are numbered. Mais vous-même, have you found any companions for yourself? Members and supporters of the Third Estate have gathered at the Cordelier Convent. Would you be so kind as to name them? In addition to Monsieur de Robespierre, the Comte de Mirabeau is there. Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every color of the rainbow. The Marquis de Lafayette, Monseigneur de... Say no more. They're just the privileged class celebrating the marriage of cowardice and treason. With adversaries like them, the king is sure to triumph. Who is Monsieur de Leclos? A brilliant writer whose pen has shaken the old world. But he's also an experienced military engineer who has sworn his sword to our common cause, to his great misfortune, it would appear. There is little doubt that he died leading his men through the tunnels. Ein gegen Monsieur de Marabout gerichtetes Pamphlet. L'ami du peuple, nous nombre si... 14, 24. Unabhängige politische Zeitung von Monsieur Marat. 25. Mai 1789. Welch geschickten Kniff Monsieur de Marabout uns vorspielte, als er seine Brust den Bajonetten entgegenstreckte. In den Augen des Volkes erstrahlte die Flambeau de Provence, Fackel der Provence, nie heller. Dennoch muss der Schleier fortgezogen werden und die Wahrheit muss über Monsieur Riquettes Wichtigtuerei, seine scheinbare Würde triumphieren, denn er ist nichts weiter als ein Sklave der Gunst, ein Höfling, ein eifriger Handlanger der Obrigkeit, der die Maske des Patriotismus trägt. Saint Marabout, der nach noch vor 2 Jahren seine Culotte für 6 Livre verpfänden wollte, badet jetzt im Überfluss. Er hat jüngst ein Haus für die Summe von 200.000 Livre gekauft und bar bezahlt. Er hat 3 Matressen, die er mit Geschenken überhäuft. Er lädt viele Gäste ein und hat seine Schulden beglichen. Auf wessen Kosten, frage ich? Auf Kosten der Nation, deren Interessen es stets an den Monarchen verkauft hat. Wie diese Halunke den Unwissenden zum Heiligen erklärt haben und den die blinde Masse beharrlich krönen möchte, über seine törichten Anhänger lachen muss. Seine Verachtung für die Sache des Volkes ist so groß, dass er sie nicht einmal mehr zu verbergen versucht. Listiges Chamäleon, du magst deine Farbe ändern. Ich hasse das. Ja, ich hoffe, es geht euch gut.
Wie findet ihr denn bisher Steel Rising? Ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich es wieder anfange, macht es mega Spaß, hier rumzukraucheln und rumzukämpfen. Wir haben 246 Anima-Punkte, das ist sehr schön, das ist für den nächsten Endgegner da unten. Ich hoffe sehr, dass wir, wenn wir da unten ankommen, tatsächlich erstmal unser Zeug einsammeln können, zur Festaline gehen können und im besten Fall 2 Level uns hochstufen können. Das wäre sehr schön und nicht, dass da unten plötzlich der Typ rumrennt und wir das zwar einsammeln können, aber damit nichts anfangen können, weil wir einfach sterben werden. Ja, wir können gleich weiterlesen, diesen wunderbaren Zeitungsartikel von dem Monsieur Marat, der sich hier unten verschanzt hat, weil er Angst hat, vom Lafayette vernichtet zu werden. Listiges Chamäleon, du magst deine Farbe ändern, doch meinem Blick entgehst du nicht. Ich beobachte deine geschickten Verwandlungen und lenke die Aufmerksamkeit des Publikums darauf, damit es nicht länger von dir verwirrt wird. Dir, unwürdige Parvenu, werden wir unsere Rechte, unsere Freiheit und unser Glück nicht opfern. So, weiß ich Bescheid. Hab ich alles gelesen jetzt. Oh, jetzt habe ich gerade eine eigene Spucke verschluckt. Ein gegen Monsieur de Lafayette gerichtetes Pamphlet. Oh, der hasst irgendwie alle. L'Ami de People, Nummer 25. Unabhängige politische Zeitung von Monsieur Marat, 20. Juni 1789. Ich möchte hier die Falschheit des Marquis de Lafayette anprangern, des aufstrebenden Tyrannen, auf dessen Schultern das Vertrauen einer durch perfide List geblendeten Nation derzeit ruht. Es ist bekannt, wie ich in früheren Veröffentlichungen den grenzenlosen Ehrgeiz unseres lieben Monsieur angegriffen habe. Was noch nicht bekannt ist, er hat geschworen, mich zu töten, und ich war gezwungen, mich zu verbergen, um seiner Rache zu entgehen. Lieber Leser, ich muss Ihnen mitteilen, dass das Regiment, das meine Druckerpresse zerstören und mich aus meinem Heim wegbringen sollte, vom Châtelet entsandt wurde. Wenn unser sogenannter Nationalheld Soldaten des Reiches straflos befehlen kann, ehrliche Bürger zu unterdrücken, wenn er die Polizeigewalt nutzen kann, um einen persönlichen Streit aus dem Weg zu räumen, wer verhindert dann, dass er diese tapferen Männer gegen das gesamte Volk einsetzt? Was wären die Franzosen, die zu ihm als ihrem Retter aufsehen, davon halten, indem er den Beschützern der Nation befiehlt, die bürgerliche Freiheit mit Füßen zu treten? Kann der Marquis nur danach streben, einen Bürgerkrieg anzuzetteln oder irgendwie sowas schon da? So, wir warten dann mal, bis es weitergeht tatsächlich. Ich kann tatsächlich nichts machen mit sämtlichen Sticks. Kann ich nichts machen, aber wir können ja schon mal ein bisschen laufen, bis es hier weitergeht. Wir haben jetzt ja alles eingesammelt, den lassen wir hier unten. Der hat wahrscheinlich auch hier irgendein Klo und kann dann mal richtig aufs Klo gehen. Wir müssen ja zum Glück nicht aufs Klo gehen, wir sind eine Maschine. Hier haben wir einen Kreis, also scheinbar haben die alle hier diese Markierung gemacht. Wir haben hier die Zuflucht angeschaut, seine Kameraden sind weg, die halten Stand, im besten Fall da unten. Wir gehen jetzt gleich mal zur... I will use the mobile walkway to reach the lower levels. Ja, genau, to reach the lower level. Nur danach streben, einen Bürgerkrieg zu entfachen. Dieser Mann ist unwürdig, die Verteidiger des Vaterlands zu befehligen. Die Bürger dürfen solch empörendes Fehlverhalten nicht hinnehmen. Sie müssen sich gegen das schreckliche Unheil wappnen, dass dieser Amtsmissbrauch unweigerlich zur Folge hätte. Das ist alles sehr schrecklich. Scheinbar habe ich dem Falschen das Zeug gegeben. Wir schauen mal gerade ganz kurz. Ich nehme Aufgaben. Nein. Almanach. Hier. Ich würde gerne mal Lafayette hier. Diesem guten Herren, den ich tatsächlich von Anfang an etwas seltsam empfand und etwas hinterlistig, hat für mich recht unemotional dargelegt, was am besten zu tun ist. Ich empfand das als tatsächlich es kam mir vor, als sei es das Richtige. Aber gegen den Marabou hat er ja auch was gehabt. Ich meine, der hat schon ein er sieht ein bisschen komm, den Marabou. Ja, der mit seinem Pamphlet, ey. Mann.
Wir haben jetzt erstmal, wir gehen, sollen wir erstmal hier schnell speichern gehen? Wahrscheinlich wird es nichts bringen, aber wir machen es einfach mal. Und dann müssen wir natürlich nach unten gehen. 7200 haben wir, da unten liegt irgendwo über 15.500 Zeug. Voilà. That should have fixed the walkway. Tiefen des Steinbruchs. Kann ich mal bitte weggehen? Ich will mal schnell dem anderen das noch erzählen, der das jetzt gemacht hat. Vielleicht will er mitgehen und will mit mir zusammenkämpfen. Jetzt mal im Ernst, wo ist denn seine Vorrede? Von was ernährst du dich? Were you able to find proof of Lafayette's involvement in the National Guard debacle? No. Nothing convinced me. One thing is certain. This Tartuffe would have taken infinite precautions. But I'm not sure the same could be said of his underlings. A band of brazen brutes who are hardly experienced in intrigues such as this. If I were you, I'd go back and investigate the area around Place Dauphine. Okay. Gut. Wir gehen jetzt nach unten, bevor wir zum Platz der Dauphine gehen. Vorratsraum. Ist hier schon schön eingerichtet, aber ohne Sonne? Ich weiß auch nicht, ein bisschen seltsam. Wir werden nach unten fahren. Wir können sogar nach oben fahren. Wir wollen auch nach unten fahren. Leider wollen wir nach unten fahren. Gott. In irgendwelchen Spielen geht es auch immer nach unten. Bei Resident Evil, da geht es immer nach unten. Immer, immer, immer. Wenn wir jetzt hier irgendwann untere Gänge, ein Labor finden, dann sind wir bei Resident Evil angekommen. Das ist alles 93 Meter entfernt. Ist hier ein Loch? Eieiei. Mit den Viechern kann ich umgehen. Wir dürfen auf keinen Fall sterben. Oh oh. So einer. Bring uns nicht um. So nah war ich meinem Zeug noch nie. Doch 25 Meter waren es, gell, wo wir mal. Also, ach nee, sind sie. Es dauert ja ewig, bis wir da ankommen. Alchemie. Oh, das Ding ist auch tot. Okay. Okay. Hä? Granitpflasterstein. Wieso wächst denn hier sowas? Da wieder mal hin. Muss ich da hin?
nicht hoch. Ich will persönlich zu meiner Animas hin. Ich gebe zu, der Rest ist mir eigentlich egal. Das Problem ist nur, dass wir hier lang müssen. Nee. Ach, hier oben ist noch was. The Duke d'Orléans' faithful retainer. He was to prepare the way for his takeover, and now he has become one of the king's most bloodthirsty automats. How ironic. Ja, gut. Man sieht's halt nie. Vielleicht lebt er auch noch in dem anderen weiter, wie die andere in uns weiterlebt. Also jetzt traue ich natürlich unserem Konvent, das wir uns da aufgebaut haben, auch nicht mehr. Das Ding ist jetzt durch. Irgendwas haben die vor. Von hier kamen wir, gell? Ja, wir müssen leider hier hoch. Wir kommen da nicht hin. Wir müssen erst in die Tiefen gehen. Wartet denn der da unten? Komm, bist du mich aber nicht zu Gesicht hier. Kleiner. Da ist eine. Okay. Die Tiefen. Okay. Setz dich bitte, Madame. Au. Okay.
gerade sagen, das Vieh ist doch wieder nicht allein. Ach, das ist nur Deko wieder. Das ist doch kein Deko, lass mich da hoch. Aha, was soll ich sagen? Na schön, das hätten wir jetzt. Wir gehen mal hier runter. So. Da ist eine Kiste. Ach, okay, alles klar. Es gibt nur einen Weg. Ein Bajonett haben wir bekommen. Nun gut, es gibt nur einen Weg. Hoffen wir mal, dass wir mal an unserer Essenz vorbeikommen. Weil das ist echt, umso länger ich das sehe, umso bitterer wird es, wenn wir jetzt irgendwie kurz vorher sterben. Habt ihr es noch alle? Oh.
Leclos, you're alive. Platoon, ready. Fire at will. Oh, Signore, come on, we can't stop them. They're upon us. Fixed bayonets. Fixed bayonets. The fighting has stopped. It's over. Voyez? The Huntress Diana appeared to us. She's the one who saved you. But the troops? Where are the troops? You are the only survivor, Leclos. No. No. We were so close. But those machines... An entire battalion would have been unable to defeat them. We were forced to retreat. Chased into these tunnels by the automats. It was madness to attempt an attack on the Bastille. You're wrong. I'm a military man. It was a bold maneuver, but it was a calculated risk. After all, that old fortress is a pile of stones with no buffers, curtain walls, or bastions. As for its garrison, our agents were certain. Only a handful of veterans should have been there. A single charge should have sufficed to disperse them. But the king made other arrangements. He increased the fortress's defenses and placed a swarm of automats at the service of a terrible machine. Ich muss gerade daran denken, ob der Lafayette vielleicht eine Maschine ist. Aber das werden wir in der nächsten Folge alles von ihm erfahren. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und zum Glück war der Zentaur wie alle anderen auch zu besiegen. Irgendwie. Bis dann. Tschüss.